Ich liebe dich. Ich weiß auch nicht. Du bist die erste Frau, der ich das sage. Du bist aber nicht der erste Mann, von dem ich das höre. Okay. Wie viel waren's? Wir haben etwas mit euch zu besprechen. Euer Vater hat eine neue. Ich habe ihm gesagt, er soll sie mitbringen. Supi, ne? Dann lernen wir uns auch wenigstens mal alle kennen. Sag mal, du hast ja wohl den Arsch offen. Und? Gibt's sonst was Neues? Ich bin schwanger. Aber nicht von mir. Ich bin verliebt. Ihr habt doch hier alle komplett den Arsch offen. Liebst du mich? Ich glaub nicht. Ich glaub dem, es ist richtig ernst. Das will ich nicht. Was willst du mit der alten Schachtel? Wenn du 40 bist, dann ist die 70. Oder tot. Robert. Es geht noch. Du hast doch keine Ahnung von der Liebe, du Würstchen. Vater und Mutter haben dich lieb, doch du weißt, dass man nicht einfach dreist und ungestraft Robert Zimmermann heißt. Ich kenne da übrigens einen sehr guten Thailänder hier. Grüßt ihn schön von mir. Ich liebe dich. Wen liebst du, meine Mutter? Sag mal, bist du behindert? Meinst du, ich wäre ein guter Vater? Was? Das ist voll eklig. Na gut. Nee. Dann komme ich halt noch kurz mit drauf. Nee. Aber wirklich, wirklich nur für einen Kaffee. Wie können wir beide etwas Ernstes zusammen haben? Lass uns was Spaßiges haben. Hier ist der Schlüssel, wenn du unbedingt willst, dass es so weit kommt. Wer fickt denn hier die Barbie-Puppe? Du alter Sack.